Gut. Jetzt weißt du, wer deine Zielperson ist. Da drin stehen alle Details. Es wird keine leichte Mission. Mogda versteht es, sich bedeckt zu halten. Er wird schon seit 5 Jahren im Sudan und in Ägypten gesucht. Er hinterlässt keine Spuren. Nach dem Attentat hat er einen alten französischen Bekannten kontaktiert, Victor Pastor. Die beiden haben 15 Jahre einen Drogenring aufgebaut. Sie stehen sich sehr nahe. Victor ist sogar der Patenonkel seiner Tochter. Er hat ihm geholfen, unterzutauchen. Wir schleusen dich in seine Organisation ein. Ich möchte, dass Victor Vertrauen zu dir aufbaut. Nur so kommst du an Al-Tayeb ran. Er hat um die 10 Männer um sich. Es sind aber keine echten Soldaten. Aber nur sein Sicherheitschef hat eine militärische Ausbildung. Er ist der Schlüssel, um in den engeren Zirkel zu kommen. Oh. Der letzte Agent landete im Müllbeutel. Sei vorsichtig. Und die anderen wirst du dann kennenlernen. Vielleicht noch ein Wort zu dem Kerl. Er ist ein Vertrauter von Victor, für die Rekrutierung verantwortlich und deine Eintrittskarte. Du musst nur noch an ihn rankommen. Wer ist mein Notfallkontakt? Nur ein kleines Undercover-Team. Cisco und Monar behalten dich im Auge. Gleiches Vorgehen wie im Chat. Und was ist mit der Identität? Davon steht hier nichts. Jetzt wird's interessant. Wir brauchen eine wasserdichte Geschichte, um dich da reinzubringen. Victor wird dich durchleuchten. Deine Tarnung muss absolut perfekt sein. Und das ist sie.